Genau vor dem Albion LKW. Kannst du auch absteigen? Wie kann er hier absteigen von der Drohne? Okay. Muss ich das hier überhaupt machen? Warum genau bin ich jetzt hier? Achso, ich muss auf die andere Seite. Mist, wo ist der Bot? Dingsbums hier. Spider-Bot. Und wie komme ich auf die andere Seite? Kann ich das noch nicht machen? Kann ich hier abbiegen? Ich hänge. Ich glaube, ich kann das noch nicht machen, oder? Ich muss bestimmt. Ich brauche Doppelsprung. Habe ich umsonst hierher. Wo ist dieser andere? Wir fliegen mal rüber. Die Frage ist, ob ich da drüben auch den Doppelsprung brauche. Wir sind gleich da.
musste diese komische Drohne ausschalten, aber ich kann sie nicht deaktivieren. Nein, ich... Wieso kann ich die nicht deaktivieren? Was ist das? Peppen wir den Ort mal etwas auf. Wunderbar. Unglaublich, dass Alien es wagt, ihre Propaganda auf dem Buckingham Palace zu verbreiten. Wenn das alles mal vorbei ist, könnte ein Ritterschlag für mich drin sein. Sir Beckley, klingt doch gut, oder? So darfst du mich jederzeit ansprechen. Okay, die Drohne hat einfach gar nichts gemacht. Schlechte Drohne. Eigentlich muss ich die Technikpunkte mitnehmen. Damit ich den Spider-Bot aufwerten kann. Wenn wir jetzt wieder nicht rankommen, einfach so. Der hier ist frei zugänglich, anscheinend. Wollen wir uns noch ein Auto, dann fahren wir jetzt dorthin und holen die Technikpunkte. Vielleicht nochmal ein Paket rausfahren. Ah, da ist wieder ein Spider-Bot-Zeichen. Nicht hoch. Ich hau ab. Komm runter, okay? Kein Grund für zwei Gucken. Was sind doch alle zivilisiert? Also das ist irgendwie. Achso, ich wollte eigentlich zu den Punkten. Stimmt, das hier vorne ist ja Sperrzone.
cool. Jetzt brauchen wir noch 10 Technikpunkte. Dann können wir unser Spider-Bot gehen wir nicht mehr hoch. Dann können wir unser Spider-Bot aufwerten und dann können wir die zweite Propaganda-Geschichte machen. Nicht bewegen. Du hast deinen Alarm ausgelöst. Schalten wir eine Mission frei. Dann würde ich die Mission noch machen. Dann haben wir den einen Bezirk befreit. Und dann, weiß nicht, ich kann heute auch nur bis um 6. Es ist ja fast schon um 6. Schönen Abend, Susi. Schön, dass du da warst. Hab noch einen schönen Restsonntag. Ich fahr gerade ein Moped lang, sorry. Oder Motorrad, besser gesagt. So die beste Stimmung hier in London. Wir fliegen rüber. So. Upgrade gekauft. Dann fliegen wir jetzt wieder dahin. Ich wollte eigentlich Hauptmission machen, aber wie das halt ist bei so einer Open World, macht man erst alles andere. Hier sind auch irgendwo noch Technikpunkte. Liegen die auf der Etage? Irgendwie kann ich das gerade nicht so richtig einschätzen. Ich
Ich glaube, ich brauche hier einen Agenten, der sich hinlegen kann oder so. Warum Gebiet absuchen? So ist unser Spider-Bot. Ist noch verbuggt dort hinten, oder? Okay. So, er kann jetzt Doppelsprung. Oder so? Funktioniert Doppelsprung? Er läuft auch nicht wirklich schneller. Meistens nicht so richtig. Er macht keinen Doppelsprung. Aber ich kann ihm ja hier auch nichts aufmachen. Oder Moment mal, ist das hier Fracht, die hier steht? Kann ich die ihm als Leiter drüben hinstellen? Na, wenn das nicht wichtig aussieht. Eine Schande, wenn das jemand versauen würde. Wann redet er? Oder was redet er? Ich bin, glaube ich, gerade richtig clever. Ich habe das Rätsel gelöst.
Widerstand ist jetzt voll. Unglaublich, dass Albion diese Werbung ausnutzen wollte, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren, wenn diese nette Firma doch gutes Geld dafür gezahlt hat. Die Gerechtigkeit siegt. Oder so ähnlich. Mission gestartet. Dein Uhrwerk. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Alle unsere Ziele in Westminster sind erledigt. Albion hat es schwer getroffen. Und die Leute sagen, was sie denken. Uns hat sogar... eine Parlamentarierin kontaktiert. Moment mal. Was? Fand ich auch seltsam. Sie sagt, sie hat eine Idee, wie wir die Leute in diesem Bezirk ins Boot holen können. Du solltest sie treffen. Wir fliegen jetzt einfach ein bisschen über London hin und her. Aber ich weiß gar nicht, wie das denn ist. Rein theoretisch müssten doch dann die Sperrbezirke hier in Westminster. Geschichte sein. Sind sie das jetzt schon? Nee. Hey, wir gucken mal, was passiert. Warte mal, ich hole ein Auto. Auto geht schneller. Können die dann nicht einfach vor mir ineinander fahren? Wir sind ja erst schon vorbeigelaufen. Liegt irgendwo ein Textdokument? Das hätte ich gern. Find's nicht. Du hast nach DedSec gesucht? Warum? Wusste nicht, ob ihr kommt, wo ich doch zum Establishment gehöre. Oder gehörte, bis Albion das Parlament aufgelöst hat. Ich wollte nur sagen, dass eure Arbeit in Westminster beeindruckend ist. Ihr habt den Leuten Hoffnung gegeben. Die Institutionen sind vielleicht schuld daran, aber nicht unbedingt alle darin. Wenn du helfen willst, höre ich mir an, was du zu sagen hast. Das sehe ich auch so. Darum habe ich euch kontaktiert. Albion hat nicht nur das Parlament geschlossen, sie haben auch den Palast von Westminster und Big Ben mit ihrer Propaganda beschmutzt. Verstehst du, wie das aussieht? Wenn man den Kampfgeist der Leute wecken möchte, wäre es eine sehr gute Idee, den Glockenturm wiederherzustellen. Glaubst du, wenn die Uhr wieder geht, erkennen die Leute, dass Albion angreifbar ist? Okay, gut. Ist ein Versuch wert. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Es wäre toll, die Glocke wieder zu hören.